Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauer, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin der Fraktion der Linken erstmal dankbar, dass sie dieses Thema auf den Tisch bringt. Es gibt uns heute auch noch einmal die Gelegenheit, genau darüber zu reden, was für ein wertvolles System wir in Deutschland haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir ein System haben, was sicherlich an der einen Stelle vielleicht für den einen oder anderen undurchsichtig, sehr komplex ist, aber doch für viele Menschen in Deutschland ein wertvolles Gesundheitssystem darstellt. Es gibt uns heute auch immer die Möglichkeit, auch die positiven Aspekte in den Vordergrund zu stellen und nicht vielleicht immer alles nur schlecht zu reden. Ich bin Therapeut, habe jahrelang in den USA und England gelebt und ich kann hier aus eigener Erfahrung sagen, wir haben ja ein wertvolles System, was vielleicht nicht immer, und es wurde angesprochen, nicht immer so hundertprozentig gerecht ist. Aber ich glaube, wir können stolz darauf sein, denn eins macht dieses System. Ich glaube, das streitet auch keiner in Europa ab. Es ist füreinander da, es wird sich umeinander gekümmert und es werden die Schwachen, die Alten genauso abgeholt wie die Gesunden und Starken. Das ist der Vorteil unseres Gesundheitssystems. Es gibt immer Luft nach oben, aber es gibt nie die perfekte Lösung für alle. Der Grund unserer heutigen Diskussion ist die Verbeitragung der Betriebsrenten. Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz 2003 hat die damalige Regierung auch unter Zustimmung der Union vor 15 Jahren notwendige Änderungen vorgenommen. Worauf begründeten diese? Warum wurden diese vorgenommen? Ein Aspekt ist, dass 1973 rund 70% der für Rentner aufgewendeten Leistungen durch eigene Beträge gedeckt wurden. Heute, 2003 bzw. 2003 folgend, sind es nur noch rund 40%. Durch diese Situation, nachvollziehbar, ist man gezwungen gewesen, im Grunde genommen die Finanzierung neu zu regulieren. Man passt sich veränderten Begebenheiten an. Das ist nun mal auch Wirtschaft, das ist nun mal auch normal. Eine erneute Halbierung, und das ist bereits gesagt worden, hätte uns 2,6 Milliarden Euro pro Jahr gekostet. Und das in der heutigen Zeit, in einer Zeit, wo wir reden, wie können wir andere Systeme, wie können wir heutige Belastungen besser bezahlen. Das Thema Pflege geistert uns allen durch den Kopf. Natürlich muss jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten an unserem sozialen System beteiligt werden. Und ich glaube, wir haben in Deutschland ein wertvolles System, was, wie gesagt, nicht unbedingt an jeder Ecke immer gleich schlecht geredet werden wollte. Wie gesagt, ich habe im Ausland gelebt, Sie wissen, wie das ist. Wir können froh sein und stolz darauf sein, dass wir so ein System haben. Die Diskussionen über Renteneintrittsalter und natürlich auch Rentenbeiträge können sicherlich und müssen in unserem Land auch irgendwann mal mehr generationsübergreifend geführt werden. Der demografische Wandel, ich glaube, niemand hat ihn so erwartet, wie er ist, ist nun mal mit Grundlage für neues wirtschaftliches Denken in unserem Gesundheitssystem. Das können wir nicht ausschließen. Wir als CDU und CSU sagen aber, Rente muss sicher sein, Rente muss fair sein. Und ich glaube, das ist eins unserer Auszeichnungssysteme in unserem Gesundheitssystem. Unser Krankenversicherungssystem ist in jedem Falle attraktiv. Es würde sonst nicht so funktionieren. Und deshalb bin ich der Meinung, dass wir diesen Antrag der Linken erstmal ablehnen. Das entbehrt aber nicht die moralische Verantwortung, darüber zu reden, es wurde bereits auch schon durch die Kollegen von den Grünen gesagt, nachzudenken, wie wir mit dem obersten Gut der Menschen in Deutschland umgehen können. Das ist Vertrauen. Und dieses Vertrauen sollte nicht missbraucht und schon gar nicht verbraucht werden. Deshalb fordere ich hier genauso alle Fraktionen auf, und wir reden über eine Beitragszahlergruppe vor 2003. Danach ist alles geregelt, das muss man auch mal sagen. Deshalb lassen Sie uns gemeinsame Lösungen suchen, die fair nach außen sind. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage zulassen? Nee, Feierabend. Ich denke, und das ist der wichtigste Aspekt, wir müssen hier eine moralische Verantwortung wahrnehmen, vor der wir uns nicht drücken können. Nicht mit irgendwelchen Scheinphrasen, nicht mit irgendwelchen Aussagen. Und daher bitte ich alle Fraktionen, arbeiten Sie in diesem Fall zusammen. Wir werden die Schritte gehen. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen allen einen schönen Feierabend. Dann schließe ich direkt.